Der Clip ist der erste Teil einer Zusammenfassung einer 7-tägigen romantischen Rhein-Mosel-Flusskreuzfahrt. Zuerst fahren wir rheinaufwärts von Köln nach Koblenz und weiter nach Mainz und Rüdesheim. Wir beginnen unsere Reise einen Tag vor dem offiziellen Reisebeginn mit einem gemütlichen und stressfreien Besuch der Stadt Köln. Am Programm stehen eine geführte Altstadttour und eine Dombesichtigung. Abends führt uns unsere Neugierde in eine urige Kölschkneipe. Jedenfalls die Dombesichtigung und die Einkehr in eine Kölschkneipe sind ein Muss für einen Besucher, der das erste Mal nach Köln kommt. Am folgenden Tag, dem ersten Reisetag, kann das Schiff, in unserem Fall die Arosa Silva, ab 14 Uhr geändert werden. Um 17.30 Uhr werden die Anker gelichtet und die Romantikreise beginnt mit der nächtlichen Fahrt nach Koblenz. Der Vormittag des zweiten Reisetages ist Koblenz gewidmet. Der erste geführte Landgang geht entlang der Uferpromenade und durch eine Grünanlage vorbei an dem ursprünglichen deutschen Eck im Bereich des ehemaligen Deutschordenshaus oder Deutschherrenhaus zur Talstation der Seilbahn. Die Seilbahn bringt die Gäste trockenen Fußes über den Rhein auf den 180 Meter hohen Ehrenbreitstein. Hier befindet sich die gleichnamige Festungsanlage. Vom oberen Schlosshof ergibt sich ein uneingeschränkter Blick auf Koblenz und auf das Ende des 19. Jahrhunderts künstlich aufgeschüttete deutsche Eck mit dem Reiterstandbild Wilhelm I. Nach der Festungsbesichtigung schließt sich ein gemütlicher Stadtrundgang durch die ehemalige Residenz der Trierer Kurfürsten an. Mittags werden die Anker wieder gelichtet und die Arosa Silva fährt durch das Weltkulturerbe oberes Mittelrheintal flussaufwärts nach Mainz, das in den Abendstunden erreicht wird. Im oberen Mittelrheintal sind die Burgen beidseits des Busses wie Perlen auf einer Perlenschnur aufgereiht. Circa alle 2 bis 3 Kilometer steht eine Burg beherrschend auf einem Felsen und schaut stolz ins Tal. Burgen waren im Mittelalter ein sichtbares Zeichen von Macht und Herrschaft. Großteils durch Kriege zerstört oder aufgegeben wurden die Wehranlagen mit der Zeit zu Ruinen. Mit dem Aufkommen der Romantik wurden viele Burgen im 19. Jahrhundert wieder neu aufgebaut. Die Lorelei ist ein 132 Meter hoher Felsen. In diesem Bereich des Rheins gab es gefährliche Felsenriffe, Strudel und Strömungen, die zum Untergang vieler Rheinschiffe führten. Der heutige Vormittag ist der Altstadt von Mainz vorbehalten. Der Weg führt vorbei am kurfürstlichen Schloss bis zum Eisenturm.
Der Turm wurde ca. 1240 errichtet und war Teil der Stadtbefestigung. Dann geht's Richtung Dom in die Altstadt. Gegen Mittag heißt es wieder alleine los. Die Ankunft in Rüdesheim ist um ca. 15 Uhr. Der spätere Nachmittag wird zu einem Besuch des Niederwalddenkmals der Windexpress und Seilbahn genutzt. Das Niederwalddenkmal erinnert pathetisch an die sieg- und erfolgreiche einmütige Erhebung des deutschen Volkes und die Wiederaufrichtung des Deutschen Reiches nach dem Deutsch-Französischen Krieg. Anschließend ist der Spaziergang durch die bekannte Drosselgasse reizvoll. Die Drosselgasse wird jährlich von rund 3 Millionen Menschen besucht. Ja, wir haben nicht alles mitgebracht. Nein, wir haben es jetzt gesehen. Schön, war schön.